Hi, ich bin's, Thorsten von Faltrad XXS und es geht weiter mit dem Gebastel. Und dieses Mal Storm Shield. Hier machen wir jetzt mal die Version Clubhouse 4, weil wir hier den Clubhouse Plus schon drauf haben. Die Stormbox ist schon dran. Und dann in Kombination mit dem Shield hätten wir dann das komplette Fort zusammengesetzt. Ihr könnt das Storm Shield mit dem Clubhouse Plus aber auch rein, wenn ihr Kinder transportiert, als Sonnenschutz zum Beispiel benutzen. Funktioniert. Also man muss die Stormbox nicht gleichzeitig unbedingt dazu haben. Wenn man aber für jedes Wetter gerüstet sein will, muss die Box dazu. An sich ist es auch nicht schwer. Und zwar das Schwierigste sind die Streben, die man oben für das Dach einsetzt. Das finde ich persönlich am schwierigsten, wenn man das so sagen kann. Und die kreuzen sich wirklich hier oben im Dachhimmel einmal. Die Ecken, wo die Strebe reinkommt, sind in Neongelb quasi markiert. Das heißt, man kann sich da auch wenig vertun und muss nicht wirklich suchen. Machen wir das einfach mal so. So. Die andere. Das sind hier wie, naja, ich sag mal Stoffschläuche. Die sind von oben in den Himmel eingenäht. Und da ist halt auch Zug drauf auf den Streben. Da muss man sich mal kurz ein bisschen anstrengen. Und dann bleibt das auch so schon fast stehen. Vorder-Rückseite relativ eindeutig zu erkennen. Hinten nochmal mit den beiden großen Flächen in Neongelb mit Reflexstreifen. Da könnt ihr eigentlich gar nicht mehr übersehen werden. Erstens, weil es groß ist. Zweitens, weil es leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Kann schon fast nichts mehr schiefgehen eigentlich. So, das draufsetzen. Wir rollen das jetzt einfach mal auf, das macht es dann einfacher. So, hier sind die Zurösen. Alles klar. So, Seitenwechsel. So, wir setzen das jetzt mal auf. Auf der Innenseite hier habt ihr wieder diese Ösen. Und die werden hier einmal drüber gezogen. Auf dieser Seite auch. Dann könnt ihr das aufstellen. Hier sind die nochmal. So. Und so. Dann hängt es auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir hier bloß noch hier hinten einmal Klettgurte wieder. Und die müssen wir jetzt noch fixieren. Und zwar hier wäre dann jetzt die Variante, dass man das mit der Stormbox verbindet. Da geht ihr dann hier durch diese Öse durch. So, und das ist nochmal zum Sichern. Na? Auf dieser Seite genauso. So, hinten haben wir dran. Vorne habt ihr ja bei der Stormbox die Reißverschlüsse, damit ihr das Ganze ein bisschen weiter aufbekommt zum Drüberziehen über den Klapphaus.
Wenn ihr die Box nicht habt, geht ihr einfach hier an den Clubhouse dran. Dann habt ihr hier die Strebe, die runterkommt. Öse einmal von hinten durchziehen. Und hier vorne festklippen. Das gleiche auf der anderen Seite. So. Bei der Stormbox nicht vergessen. Klettverschlüsse wieder zu, damit das auch wieder dicht ist. Wir sind fertig. Shield ist drauf. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Abonniert uns. Bloß nicht vergessen das Abo. Und eine Glocke, definitiv, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn wir was Neues haben. Und ansonsten sage ich viel Spaß beim trockenen Kindertransport. Und viel Spaß beim Fahren. Bis zum nächsten Mal. Tschö.